Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir sind zurück hier bei den Osmanen im Jahr 1773 und eine große Schlacht steht hier bevor. Die Hauptarmee der Venezianer mit dem unglaublich talentierten, rücksichtslosen Anführer, wie heißt der, Silvestro Zeno, kommt hier gleich in diese Provinz und es wird zu einer großen Schlacht kommen. Was ich noch vergessen habe, das habe ich jetzt aktiviert, wir können Gewaltmarsch aktivieren, das sollte ganz wichtig sein, dann sind wir nämlich schneller da und das verhindert Verluste. Und vor allem, ich wurde auch darüber informiert, das war mir gar nicht so bewusst, wir haben nämlich hier schon diese Fähigkeit hier freigeschaltet, das hat schon die KI gemacht. Und zwar, nee, diese hier. Verbesserte Gewaltmarsch. Gewaltmarsch kostet keine Militärpunkte mehr. Das bedeutet, wir können Gewaltmarsch eigentlich standardmäßig anhaben. Ja, das sollten wir auch tun. Warte mal, hier gehen wir auch noch mit rein. Können wir auch noch Gewaltmarsch nutzen. Hier habe ich übrigens jetzt mal diese ganze Bauerei in dieser Provinz beendet. Da waren noch 30 oder 35 Einheiten in der Liste, die gebaut werden sollten. So, dann habe ich gesehen als zweites, dass hier die Tunesier sehr gut belagern, hier Treviso, aber jetzt durch die sächsische Armee angegriffen werden. Insofern sollten wir hier sehr schnell helfen. Die Armee ist aber fast da, das werde ich jetzt nicht abbrechen. Hier werde ich abbrechen und auch einen Gewaltmarsch machen, dass wir hier reinlaufen. Und bei denen, die sind jetzt auch schon fast da, die können auch erstmal so weitergehen. Hier sehe ich, glaube ich, dass wir... Warte mal, die sind am nächsten Tag am Ziel. Den werden wir mal abwarten. So. Und dann machen wir jetzt Gewaltmarsch und unterstützen hier. So, das Dritte, was ich gesehen habe, dass wir hier noch eine Armee haben, die ich irgendwie völlig unbeachtet hier habe stehen lassen. Das ist natürlich fatal. Auch die werden wir jetzt hier irgendwie zum Kriegsschauplatz bringen. Ich gucke mal, wo sie von Nütze sein kann. Wir bringen sie erstmal hier hin. Mal gucken, ob es hier noch weitere Gefechte geben wird. So, das Vierte, was ich gesehen habe, ist, dass diese Flotte, die wir hier einschließen, dass das eigentlich nur die Transportflotte des Kirchenstaates ist, während die eigentliche Kriegsflotte sich hier befindet, mit 430 Galeeren. Und ich frage mich, ob wir nicht beides blockieren können. Wir werden deshalb mal sämtliche Galeeren hier rausnehmen und vielleicht ja, 5 Großschiffe und mit dieser Truppe dann oder mit dieser Flotte hier in die Côte d'Azur fahren, während die andere weiter diese Transportschiffe abriegelt. Okay, soweit dazu. Und das Fünfte, was ihr gesehen habt, dass der Kirchenstaat hier immer noch immer noch relevant ist oder auf jeden Fall hier auch eine große Armee zusammengezogen hat mit 72.000, mischen sie sich jetzt hier langsam auf diesem Schauplatz ein, oder? Ich weiß es nicht. Sie marschieren auf jeden Fall in diese Richtung. Das wird auch nochmal interessant sein zu beobachten. Soweit dann erst einmal dazu. Okay, ihr belagert doch noch weiter. Ihr könnt mal hierhin marschieren, ein bisschen näher dort ran. Und euch kann ich, glaube ich, gleich mal hier oben hinschicken, dass ihr diese Burg zurückerobert. Oder wir könnten natürlich auch Folgendes machen. Wir könnten hierhin laufen und diese Armee besiegen. Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig. Auch hier könnten wir ja einen Gewaltmarsch ansetzen. Wann bist du in der Provinz? Am 24. am nächsten Tag. Dann lassen wir das auch nochmal laufen. Und brechen das ab, geben dir den Gewaltmarsch. Tja, und ich glaube, wir haben übrigens noch einen Anführer, der gar nicht eingesetzt ist. Hüseyin Haseki, den werden wir natürlich jetzt hier mal einsetzen. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt mal einen Gewaltmarsch auf die Krim. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig, wer weiß es. Und ich sehe, hier haben wir auch noch ein Schiff. Es könnte nachher nochmal interessant werden gegen die venezianische Flotte. Deswegen bringen wir das mal hier mit noch zu der Flotte. Okay, soweit dazu. Dann, das war jetzt Vorgeplänkel, dann müssen wir jetzt mal die Daumen drücken und hoffen, dass diese Schlacht hier zu unseren Gunsten ausgeht. Ich habe das Gefühl, das könnte knapp werden. So, es geht los. Und es geht schon mal richtig schlecht los für uns. Aber sowas von richtig schlecht. 9 gegen 2. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Hilfe rechtzeitig kommt. Aber das wird... Oh Gott, 3200 Männer gegen 700. Also... Und unsere Moral ist so erbärmlich. So, jetzt haben wir Verstärkung erhalten, aber der Gegner ist immer noch stärker. Es würfelt immer noch besser. Unsere Moral sinkt schrecklich. Schrecklich. So, jetzt kämpfen wir ein bisschen besser. Jetzt könnte es einen Turnaround geben. Hier kommt es jetzt zu einer Flottenschlacht.
Die venezianische Flotte läuft aus, weil sie meint, sie ist stärker als unsere. Okay. Und wir sind dort ohne Befehlshaber. Das ist natürlich fatal. Wo ist denn unser Befehlshaber? Hier. Aber wisst ihr was? Dann fahren wir da mal aber auch ganz schnell hin. Vielleicht können wir noch unsere Transportschiffe mit hier reinwerfen. Haben wir uns da falsch... Haben wir das falsch kalkuliert? Wir bleiben aber nochmal bei dieser Schlacht, ob wir die überhaupt gewinnen können. Vielleicht schaffen wir jetzt was. Ja. Okay. Jetzt haben wir erstmal... Nein, beide Schlachten in Treviso. Die Schlacht hat auch stattgefunden und ist beendet worden. Gott sei Dank gewonnen. Und auch diese Schlacht ist vorbei. Der Gegner scheint geflohen zu sein. Aber auf unserer Seite die deutlich höheren Verluste. Insofern ist jetzt die Frage... Können wir die Situation irgendwie ein bisschen ausnutzen? Wir haben hier noch... Also die Moral sieht ganz gut aus. Jetzt weiß ich nicht. Man könnte direkt hier versuchen nachzusetzen. Wo ziehen die denn jetzt hin? Nach Chanik. Okay, also hier runter. Wenn wir jetzt hier mit allen... Wir müssen erstmal einen Tag abwarten. So, zack. Wir werden... Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde hier die Regimenter zusammenlegen... Gewaltmarsch ist schon aktiviert. So, da haben wir hier 40.000. Die sind noch ziemlich intakt. Die laufen da auch mit rein. Dann haben wir 6.000 und 28.000. Die bringen wir einfach mal zusammen und werden auch Regimenter zusammenlegen und dann ebenfalls mit Gewaltmarsch noch hinterherlaufen. Vielleicht können wir noch eine zweite Schlacht beginnen. Diesmal kriegen wir allerdings den Überquerungsmalus, aber der Gegner ist moralisch angeschlagen und das sollten wir irgendwie nutzen. So, jetzt müssen wir uns um diese Geschichte kümmern. Also, du, würde ich sagen, also die Sachsen haben wir besiegt. Dann würde ich sagen, gehst du hier zurück. Hier lassen wir ein kleines Kontingent zur Sicherheit, falls nämlich die Tunesier auf die Idee kommen, dass sie sie doch nicht weiter belagern wollen. Werden wir dann hier stehen. Und hier lasse ich aber noch 4000 Kanonen oder so stehen. Mit unserem General, die andere Einheit... wird hier hingehen. Gut. Und du positionierst dich hier, würde ich sagen. Ja, hier kriegst du keine Verlustquote. Alles klar, soweit. So viele Schauplätze sind hier im Auge zu behalten. Vor allem diese Schlacht macht mir ein bisschen Sorgen. Müssen wir mal beobachten. Und hier... Nein! Hier kommt... Ah, schaut mal, diese Transportflotte, die ist hier auch ausgelaufen. Die riegelt uns jetzt gewissermaßen, sperrt uns den Weg ab. Jetzt wollen wir mal hoffen, wir können auch mal machen hier befreundeten Flottenanschluss erlauben, dass wir da irgendwie rechtzeitig noch durchkommen, um dort zu helfen. Okay, dann gucken wir uns jetzt diese Geschichte an. 14.05. Wir kommen einen Tag später an. Mal gucken, was wir da erreichen. So, in der Adria. Ja, da ist jetzt leider unsere Transportflotte in diesen Kampf verwickelt, aber da kommt gleich die Kampfflotte. Deswegen gehen wir zurück hier zu denen. Und was ist das jetzt für ein Gefecht, auf das wir hier treffen? Das sind nur die 3000, die wir auf diese Art und Weise erwischt haben, aber nicht die Haupttruppe des Gegners. Die flieht. Gut. Tja, jetzt überlege ich kurz, lohnt es sich möglicherweise im Gewaltmarsch hier noch hinterher zu laufen? Nein, wir werden nicht mit denen kämpfen. Oder lohnt es sich lieber, diese Armee auszuschalten? Und hier haben wir auch noch 16.000, die wir vielleicht angehen können. Dann machen wir das mal so, dann machen wir mal ein paar Umwege. Leider haben wir, die Verlustquoten sind einfach zu hoch. Wir müssen das ein bisschen anders machen. Gehen wir mal hier raus, so lang. Die Armee geht hier hin. Und die bleibt erstmal stehen. Wir müssen uns hier ein bisschen aufteilen. Okay, hier oben verschwinden die Sachsen, sehe ich gerade. Das ist interessant. Aber auch hier sind einige Gegner noch. Vielleicht können wir ihnen entgegenlaufen. Und hier eine kleinere Armee erledigen. Gut, wo bleiben wir jetzt? Bei welchem Thema? Ich sehe hier übrigens die Armee des Kirchenstaates südlich laufen. Interessant.
Warum auch immer sie das tun. Gut, verfolgen wir erstmal jetzt hier diesen Schauplatz. Oh nein, jetzt werden wir ja noch aufgehalten. Oder nein, zwei Schiffe kommen nicht durch. Okay, das ist das Problem. Unsere Flotte ist jetzt hier. Na gut, das ist nicht ganz so schlimm. Die beiden, die können wir sicher... Den Verlust können wir ertragen. Ja, da sind sie auch. Und die ziehen jetzt auch ab. Die ziehen jetzt alle komplett ab, so wie es aussieht. Nein, ziehen sie doch nicht. Und wir kommen tatsächlich hier rechtzeitig noch zu einer Schlacht. Aber ohne General. Wir könnten den aber schnell... Also ich denke, das ist okay, wenn wir hier den umdisponieren. Das ist ja ein absoluter Nachbarschaft. Das würde ich jetzt nicht als Beamen bezeichnen. Ja gut, wenn es hier zur Schlacht kommt, dann ziehen wir die auch noch mit rein. Wann denn eigentlich? 27. So. Jetzt kämpfen wir deutlich besser, haben aber natürlich das Terrain gegen uns. Aber jetzt kommt... Oh, jetzt kämpft der Gegner wieder großartig. Hier kommt es ebenfalls zur Schlacht. So, hier müssen wir jetzt mit unserer abschieren zahlenmäßigen Überlegenheit hoffentlich agieren. Oh Gott, sind das schlechte Würfelwürfe. Oh mein Gott. Da oben haben wir aber Gott sei Dank 10.000 Venezianer erledigt. Das ist doch mal erfreulich. Kaum Moralverluste. Wo marschieren die hin? Nach Cherkassi. Warten wir nochmal den nächsten Tag ab. Können wir sie abfangen? Jawohl. Dann machen wir das auch. Und hier? Hier haben wir wirklich hohe Verluste. Bei diesem Kampf. Der aber trotzdem zu unseren Gunsten noch ausgeht. Es sieht mir fast so aus, als müssten wir uns jetzt hier mal ein bisschen verschnaufen. Oder? Können wir die doch irgendwie auch abfangen? Wir laufen mal wieder hier runter. Nee, du bleibst mal dort einfach. Die anderen laufen dort runter. So, was? Oh mein Gott, diese Flotte, der Flottenschlacht geht ganz schlecht für uns aus. Wir müssen fliehen. Wir haben hier offenbar unheimlich hohe Verluste. Habe ich zumindest den Eindruck, ja. Schaut mal, ganz viele Schiffe hier, die sehr, sehr angeschlagen sind. Nee, Leute, das werden wir so nicht gewinnen. Das ist natürlich ein Problem. Also wir müssen natürlich hier die Flottenhoheit bewahren. Wir werden uns mal zurückziehen hier. 18 Schiffe, 18 Großschiffe verloren, 6, oh mein Gott. Und der Gegner nur ein Schiff verloren, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der reine Wahnsinn. Und wird das jetzt hier gleich weitergehen, das Problem? Okay, hier haben wir gewonnen. Das ist gut, hier zieht sich der Gegner zurück, aber wir werden uns auch zurückziehen. Wir müssen uns hier vereinigen. Kann gut sein, dass wir die Flotte hier komplett auch zurückbringen müssen, dass wir mit einer großen Flotte hier gegen Venedig stehen müssen. Weil, und das Ziel muss natürlich sein hier, Venedig zu erobern. Das ist ultimativ hier, um einen höheren Kriegsstand zu erreichen. Ja, und dazu brauchen wir natürlich die Flottenhoheit, sonst können wir da nicht rüber. Das ist klar. Na gut. Es ist, wie es ist. So. Kommt es jetzt hier zum Gefecht? Nochmal gegen Viere, das ist okay. Du kannst hier nochmal zurückerobern. Und diese Armee kann jetzt auch mal was tun. Und zwar stellt sie jetzt hier nochmal Kavallerie ab, die den Rest der venezianischen Gebiete jetzt mal beginnt zu erobern. Die teilen wir einfach nochmal auf in zwei Teile und dann beginnen wir hier mit Bosnien und den anderen Provinzen. Gut. So, die ziehen ab, wie es aussieht. Die haben aufgegeben hier. In Cherkassi treffen wir auf die Sachsen, nee, auf die Venezianer und Sachsen. Das könnte vielleicht sogar eine knappe Schlacht werden. Hier haben wir noch einen leichten Sieg errungen gegen den Kirchenstaat. Das ist gut. Jetzt sollten wir uns aber jetzt mal langsam allesamt zurückziehen. Ja. So, wie geht diese Schlacht hier aus? Das wird nochmal interessant. Oh Gott. Görz ist besetzt von uns, ja. Das ist hier bitter, weil der gegnerische General kämpft schon mal wieder besser als unser. Oh Mann. Bedeutend besser. Ich meinte, das macht jetzt hier nur unsere zahlenmäßige Überlegenheit diesen Sieg aus. Aber wir hatten hohe Verluste. Na gut.
Aber immerhin, der General ist jetzt auch rücksichtslos und bekommt Fernkampfschaden zusätzlich. Die Moral ist nicht die beste. Das Problem ist, irgendwann wird hier die Großarmee der Venezianer auftauchen. Bis dahin sollten wir unsere Burg einfach mal zurückerobern. Und halt, wir sollten aus dem Gewaltmarsch rausgehen. So. Gut, die 40.000 Mann sind inzwischen auch hier in der Nähe. Das Blöde ist, wir können uns nicht wirklich sicher sein, dass der Gegner jetzt hier nicht zurückkommt mit der großen Armee. Das ist ein bisschen doof, dass wir hier keine Kenntnis haben über die Bewegung des Gegners. Wir sollten hier überall mal den Gewaltmarsch wieder beenden, um Moral zu tanken. Hier auch. So, und jetzt bin ich am Überlegen, helfen wir hier weiter? Ihr kommt hier noch mit rüber. Und die 40.000 Mann, die können wir durchaus hier stationieren. Wir werden mal... Ja, wir müssen das irgendwie beobachten. Und wir müssen versuchen, hier irgendwie doch eine kampffähige Flotte abzuziehen. Oder zumindest eine kleine Flotte zu haben, um vielleicht im Schwarzen Meer zu wissen, was dort los ist. Sicht zu haben, das scheint mir wichtig zu sein. So, hier eine kleine Armee des Kirchenstaates, wo wir nicht hinkommen. Das ist aber nicht so gravierend. Jetzt wird hier repariert, was das Zeug hält. Ich werde mal alle zusammenfassen. Und... Tja. Wir können hier schon ein paar Schiffe abstellen, würde ich sagen. Werden wir mal 10 Galeeren abstellen, um hier erstmal für Ordnung zu sorgen. Ah, die Moral ist nicht gut, sehe ich gerade. Na komm, dann macht die hier eine Zwischenstation, beziehungsweise hier, bis die Moral wieder oben ist und dann machen wir das. Okay, verdammt, hier hat sich eine kleine venezianische Armee reingeschmuggelt, die jetzt unsere Reiter dort bekämpft. Die werden keine Chance haben. Wir können mal dabei bleiben. Nein, die werden erledigt werden, bevor sie sich zurückziehen. Und diese Armee marschiert in den Süden. Gut, da können wir natürlich was machen, weil wir hier was haben. Auch hier kommt es nochmal zum Gefecht. Das ist aber okay. So, das heißt, hier brauchen wir aber eigentlich einen fähigen Anführer, wenn wir hier kämpfen wollen. Und dann werden wir Doroso und Pelivan hier abziehen und ihn hier hinbringen. Können wir nicht, weil er gerade aktiv in der Belagerung ist. Tja, dann muss hier der gute Mann dort oben schnell herreiten. Ich denke, Hüseyin Haseki, das ist okay, wenn wir das so machen. Aber auch der ist noch in einer, ah ja, nicht in einer freundlichen Provinz. Aber hier sind wir bei 42% schon bei der Belagerung. Das sollte relativ schnell gehen. Ja, oder der Anführer kommt hier rüber. Wir müssen einfach jetzt hier mit den Anführern wechseln. Und bis es hier zur Konfrontation kommt, dauert es ja noch ein Weilchen. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass er in dieser Zeit vielleicht im Eiltempo dorthin reitet. Gut. So. Okay. Das ist jetzt in unserer Hand. Wir ziehen hier weiter. Minus 14%. Das wird jetzt das Wichtige sein, hier Treviso zu erobern. Dann steht der Weg nach Venedig offen, falls nicht die Flotte von Venedig dann kommt. So, jetzt kommt es hier tatsächlich zur Schlacht. Und es gibt auch noch Verstärkung. Aber diesmal müsste das Terrain auf unserer Seite sein. Aber mit Verstärkung ist der Gegner fast stärker als wir. Aber im Moment sieht es gut aus, weil Silvestro Zeno nicht mehr so gut kämpft, wie er das mal getan hat. Okay, das war ein Erfolg. Das haben wir verteidigt. Hier werden wir weiterziehen. Wir werden Dalmatien erobern. Wir werden ihnen jetzt alle Häfen dort wegnehmen. Das ist auch gut. Okay, die Moral ist jetzt fast so weit, wenn wir in den nächsten Monat kommen.
Am 1. November werden wir sie jetzt hier losschicken. Ah, sie fährt schon raus. Hm, unschön. Na, warte mal, dann stationieren wir euch hier im östlichen Schwarzen Meer, damit wir Sicht haben. Das ist mir jetzt wichtig. So, hier unten ist eine Feindarmee, die nervt. Da müssen wir uns eigentlich auch drum kümmern. Ich gucke mal nach Feinden, die wir möglicherweise übersehen. Aber, naja, wir wissen, dass hier die große Armee, da taucht sie schon auf. Alles klar, sie ist dort auf dem Weg. So, das heißt, wir müssen hier mal hinmachen irgendwie. Können wir mal, obwohl bei 43% wird das doch bald fallen, oder? Ja, wir dürfen nicht, na, das ist doof jetzt. Ach, kommt, dann werden wir jetzt hier einen Mauerdurchbruch machen. Hilft nichts, ich will jetzt schnell sein. Und stürmen. Komm, 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 komm. Das war ein bisschen riskant hier. 71%. Ja, es ist zurück in unserer Hand. Wir können doch jetzt hier irgendwie die Garnison ersetzen machen, oder? Garnison auffüllen. Ach nee, wir haben die Armee-Professionalität dazu nicht. So, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen zurückziehen, wie es scheint. Gewaltmarsch sollte möglich sein, aber hier unten könnte es nicht mehr klappen. Ich weiß nicht genau, wo marschieren die lang? Nach Braslav. Okay, die wollen hier also gar nicht lang. Dann versuchen wir es auf dem Wege. Und dann sieht es ja ganz eindeutig so aus, als ob aus der Richtung hier erstmal keine Feinde mehr drohen. Das heißt, wir können ein bisschen umdisponieren. Wir werden mit einer Armee und zwar, warte mal, ich guck mal mit welcher. Mit einer Armee hier in den Süden marschieren. Und Haseki dort. Nee. Na, ihn dorthin beordern. Damit wir dort irgendwas abfangen. Und diese drei Armeen, die ziehen jetzt hier rüber. Aber wartet mal, da nehmen wir wieder Gewaltmarsch. Weil die Moral hat sich erholt. Die ziehen rüber, um die große Hauptarmee der Venezianer jetzt irgendwie in Empfang zu nehmen. Mal gucken, wie schnell das gelingen wird. Nun gut, also ein durchaus relativ anspruchsvoller Krieg. Das, was mich am meisten sorgt im Moment, ist die venezianische Flotte, die allerdings jetzt hier rausfährt, interessanterweise. Hm. Ich bin ein bisschen am Überlegen, ob wir vielleicht die Zeit jetzt doch noch nutzen, um Schiffe zu verbessern. Das wird uns jetzt erstmal ein halbes Jahr kosten, aber erstens dauert diese Belagerung hier in Treviso auch noch eine gewisse Zeit und ich habe wirklich Befürchtungen, dass wir irgendwie, dass wir nicht in der Lage sind, diese Flotte zu besiegen. Das war eben ein ganz schön krasser Auftritt, was wir da gesehen haben. Dass wir nur ein Schiff von denen erledigt haben, während bei uns hier, ich weiß nicht, 30, 40 Schiffe kaputt gegangen sind. Das hat mich ganz schön nervös gemacht. Und jetzt kommt noch hinzu, dass diese Flotte möglicherweise unsere hier abfangen kann. Das ist auch unschön. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen in Sicherheit bringen. Bei unseren Verbündeten. Und tatsächlich, ich werde das jetzt tun. Ich werde die Flotte jetzt verbessern. Ja. Dadurch gehen sie natürlich alle auf 1% oder fast alle. Ihr seht es, aber sind doch wirklich einige. Vor allem die Galeeren sind veraltet. Und das scheint wirklich das Problem gewesen zu sein, um das wir uns kümmern müssen. So, und diese 10, die werden, sind auch bedroht. Die wollte ich ja hier hinbringen, um Sicht zu haben. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so nötig. Bringen wir mal schnell hier hin und dann werden wir die auch noch verbessern. Okay, gut. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.